Unterwasserschlachten wäre noch cool. Also, wenn man Unterwasserwaffen hätte, weißt du? So eine Harpune oder so. Naja, können wir auch wieder machen. So. Es interessiert mich aber schon was, weil jetzt ist die Sicht links von unserem Charakter, wenn man. Und mal sehen, ob sie gleich rechts ist, wenn wir an Land gehen, weil da war sie ja immer davor. Du kannst deine Sicht mit den mit Q und E verändern. Ach so! Also wenn du es hältst, guckst du ja so, und wenn du es einmal drückst, wenn du in Third Person bist, dann veränderst du es. Ach so, nicht schlecht zu wissen. Ah, danke dir. Also ich mag es besser, wenn der Typ rechts ist. Der Typ rechts ist? Bin gerade wieder durch die Leiter gerannt. Ich weiß nicht, wie mein Charakter das schafft, aber er schafft es. So, mal sehen, ob wir hier wieder so eine coole Schrotflinten. Schrot finden. Genau. Eine schöne Schrotflinten. Lol, der hat irgendwas Nices gedroppt. Was hat denn der gedroppt? Was ist das denn? Lol, ich habe einfach mal eine Gefängnistür gefunden. Ich finde das mit der Kleidung ja schon gut, schön und gut, aber ich finde, sie sollten es so machen, dass man das reparieren kann, während man es anhat. Also das Ja, muss man schon. es jedes Mal abnehmen und wie Nervig. alle Sachen auf den Boden werfen, die man da drin hat. Das ist eigentlich nur nervig. Bisschen nervig, ne? Ja, wäre ganz cool eigentlich. Wäre schön Teufte. So. Och, nee, ey. Mal diese Kackviecher. Die kann ich mir schön wegsnacken, so. Oh. Hat hier alles gut geklappt. Hier hoch und da ist einfach mal nichts. Ich finde gut, dass es eine Strafe gibt für Sterben, weil in dem Spiel kann man dann nicht so sagen, ja, ich lasse mich sterben, um das wieder zu regenerieren, weißt du? Ja. Also schon nervig, wenn die Skills weg sind, würde ich sagen. Zombie weit kicken bei mir gerade. Und er rutscht ins Wasser. Was liegt hier? Eine Hose. Ich dachte schon, was bedeutet das? Habe ich noch eine Granate dabei? Ah. Hat nicht so funktioniert irgendwie. Wow. Kackzombie. So. Wow. Gibt es eine irgendeine Möglichkeit, sich selber Items in dem Spiel eigentlich zu erstellen? Oder so ein Workshop? Nicht, gell? Doch. Ah ja, ach so, klar. Man kann sich ja Karten erstellen. Ja, Karten kann ich erstellen, klar. Also man kann bestimmt irgendwelche Mods machen oder so. Ja. Das mag ich schon an Steam, dass da, dass Oh, das so ich gehalten ertrinke ist. gerade. Echt jetzt? Ertrinken? Nein, nicht ertrinken, Lol. ich meine verdursten. Ach so. Ist das Gleiche. Ach so. Alter. Ja, nicht gut. Ich glaube, ich schaff's noch an Wasser. Ja, wär gut. Wär vorteilhaft. Vorteilhaft. Wie war denn das jetzt? Gar kein Essen. Ganz ehrlich?
glaube ich, ich hab ne was in der Stadt. Gefängnistür gefunden, gell? Die hat einen Zombie gedroppt. Und mir wird angezeigt, dass ich die hier in so ein Gefängnis platzieren kann. Soll ich die mal platzieren? Also, ich kann halt die Tür in so einem Ding halt einsetzen. Ja, du kannst ja einfach eine Basis bauen, oder? Ich meine, man kann ja auch Holztüren und so. Stimmt schon. So eine Gefängnistür ist schon richtig nice, denke ich mal. Manche Zombies haben komische Animationen. Was ist hier denn? Ach, da haben die so ein Loch eingebohrt. Schlau. Und sind so verreckt. Der Apokalypse. So. Mal gucken, können wir uns was skillen? Ja, können wir. Ja, perfekt. Gut, dann gehe ich mal heim und sortiere ein paar Sachen ein, ne? Muss ja auch wieder ein bisschen Platz kriegen. Oder wo ich gerade draußen bin, soll ich noch irgendwas machen? Ja. Was machst du gerade so? Ich suche Häuser nach Essen. Okay. Nicht schlecht. Ja, dann wünsche ich dir, dass du welche ein bisschen Essen findest. Bei mir sieht's auch richtig knapp aus mit dem Essen. Tauchen wir mal ein bisschen. Alter. Wie lang kann ein Mensch tauchen eigentlich in echt? Weißt du das? Gibt's da irgendwelche Sachen? Okay. Meinst du insgesamt oder durchschnittlich? Oder? Durchschnittlich eigentlich. So, ich weiß gar nicht, wie viel lang ich könnte. Habe ich nie ausprobiert eigentlich. Wäre mal interessant zu wissen, glaube ich. 20 Sekunden oder so? 20 Sekunden nur? Genau. Okay. Ja, okay. Hört sich weniger an, als es ist vielleicht. Ah, ich wollte hier eigentlich ja nach dem Auto gucken. So, vielleicht finden wir ein schönes Auto-Li mal wieder. Und ich habe jetzt irgend so ein Barrel gefunden. Lol. Ich habe ja gar kein Ding. Okay. Brava, Lederhosen-Typi. Wow. Okay. Das schon, ich blute. Hä? Lol, ich bin gerade stuck. So. Gibt's hier irgendwas zum Essen? Ah ja. Wenn du eine Kantine findest, dann sag's mir. Mach ich. Oder wenn du eine zweite findest. So. Achso, ja, ich kann ja auch eine geben, wenn ich eine finde. Kein Problem. So. Wie ist denn das? Diese Energy Bar. Ah, oh, ich bin so ein Idiot. Ah, wie ich es mir dachte. So. So, am besten fährt man dann so. Third Person fahren ist sowieso sau cool, finde ich. Also, es lohnt sich schon. Endlich habe ich ein Auto. Ich sterbe gleich. Echt jetzt? Ja. Nein. Wo bist du? Ich bin in Stratford. Bist du tot? Ja. Nein. Yannick. Shit. Verdammt.
Wieso? Ah, toll. Oh, verdammt, Mann. Jetzt ist auch noch Blutmond. Vollmond. Wieso jetzt? Warum überhaupt? Wir hatten es doch jetzt letztens erst. Ja, ich finde nicht mehr nach Hause. Läuft bei mir. Läuft bei uns, Mann. Ich gehe einfach irgendwo in den Ozean und warte. Ja. Ah, Yannick. Nein. Aber weißt du auch nicht, woran es lag, so, gell? Ich wurde halt umzingelt. Ach. Ich hatte keine Waffen, richtig. Verdammt. Das Messer bringt eigentlich nicht so viel gegen, wenn man umzingelt ist. Mehrere kämpft. Oder gegen diese Crawler kämpft. Hast du recht. Sind auf jeden Fall schwer zu besiegen damit. Ich hätte eigentlich schon die Episode beenden sollen, jetzt muss ich es schneiden, das ist scheiße. Lol, was ist das denn? Was glänzt denn da hinten so? Wo guck ich denn da hin? Olton's Isle. Was ist das denn? Lol, shit. Endlich. Ich hab mal wieder ein Tier gelegt. Kein Platz. Wow. Gut gemacht, Luca. Idiot. So, jetzt komm. Komm schon. Ah, perfekt. Davon. Missing Space. Was für ein Crap brauche ich denn nicht? Das brauche ich wohl wirklich nicht. So. Nice. So. Also ich habe 3 Stücke Fleisch. Ich glaube, das ist ganz gut. Ah, aber ich will da mal hinschwimmen. Sieht interessant aus. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier. In unserer Cave. Bist du da gerade auch? Nee. Okay. Alter, man sieht hier so gar nichts. Hab ich Flashlight dabei? Nö. Eigentlich natürlich will nicht. Will ich nur mal ein Auto, das nicht total lapprig ist. Mir alle meine Probleme gelöst. Ha. Aber ich sterbe immer, bevor ich eins kriege. Verdammt, dann Mann. Dann dauert es ewig, mein Zeug zu kriegen. Das ist ja richtig kacke. Das ist richtig kacke einfach nur. Ich frage mich, ob sie, ob der Vollmond, logisch, periodisch ist, oder ob der... Ich glaube er nicht. Ist. Ich glaube, der ist eher zufällig, so viel Pech, wie wir haben. Eine Frage habe ich noch. Wie brät man Fleisch? Am Lagerfeuer, und du brauchst halt Cooking Skill. Cooking Skill. Cooking Skill. Den habe ich nicht. Nein! Auf was braucht man den? Kaum. Nein, ich habe kein Cooking Skill. Oh nee. Ja, kacke. Naja. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen warten hier. Aber auch mir nicht unbedingt. Wir wärmen uns am Lagerfeuer.